Die ersten 14 Tage auf der Lager sind vorbei. Und es war seit der Eröffnung schon alles da. Regen, Schnee, Graupel, aber auch Sonne, so wie jetzt. An so einem Tag wie heute macht es ganz besonders viel Spaß, über das schöne, große, neu gestaltete Gelände zwischen Marktplatz und Kappel zu laufen. Die Lager sorgt für einzigartige, unvergessliche Momente, nicht nur im Leben von dem Brautpaar, was sich in dem grünen Trauzimmer des Jawad gegeben hat. Aber zugegeben, das war besonders romantisch mit Vogelgezwitscher unter blühenden Kirschbäumen. Die ganze Gästeschar war begeistert. Romantisch geht's auch im Schlosskeller zu. Da zeigen die Floristen ihre Kunstwerke aus Blumen, Gräsern, aus Fundstücken aus der Natur, aus Weiden, aus Eisen. Und jeder, der den dunklen Keller betritt, gerät in Schwärmen, ob der Blütenpracht, die hier zu sehen ist. Aber die Lager ist nicht nur romantisch. Hier gibt's auch viele Dinge, die einfach nur Spaß machen, die Adrenalin freisetzen, wo Action geboten ist, wo man einfach auch gerne mal sitzen bleibt, zuguckt, schaut, wie andere klettern oder natürlich noch besser selber klettert, mit dem Fahrrad, mit dem Skateboard, über Fässer steigt. Und oben auf der Plattform hat man natürlich einen traumhaften Blick auf das ganze riesige Gelände. Nicht weit vom Kletterturm entfernt haben auch die Skater ihren Spaß. Der neue Skatepark ist bei der Jugend sehr beliebt. Bei der HZ-Leseinsel kann man schön auf den Sitzsäcken lümmeln, im Netz surfen, sich die Angebote der Stimme angucken und einfach mal gucken, was heute noch so auf dem Gelände geboten ist. Es gibt immer wieder Aktionstage, heute die Feuerwehr, die eine Rettung vom Kletterturm zeigt. Mit zu den Highlights auf dem Gelände gehört ohne Zweifel das Hofgut. Das ist wirklich so ein kleines Schmuckkästchen. Jahrelang hat es bei Kabel draußen hinter dichten Brombeerhecken und Gestrüpp einen Dornröschenschlaf gehalten. Jetzt mit der Lager können die Besucher diesen wunderschönen Park, dieses traumhafte Gutshaus und Brunnen und Stallungen und Scheunen erleben und sehen. Und die große Sparkassenbühne bietet viel abwechslungsreiches Programm. Wer Zeit genug hat und gut zu Fuß ist, der kann auch bei Kabel oben hoch auf die Limes-Plattform. Von hier oben hat man auch einen traumhaften Blick in die neu gestaltete Kabelaue. Hier hat sich Öhringen am wesentlichsten verändert. Hier ist es jetzt so, dass man sich hier wirklich gerne aufhält mit den Abenteuerspielplätzen, mit den Imkerpavillons, mit dem Angebot vom Landwirtschaftsamt und anderen Dingen mehr. Sicher, gutes Schuhwerk sollte man dabei haben. Die Lager ist groß, die Wege sind weit, aber es gibt so viel zu schauen, dass es sicher niemandem langweilig wird, weder den Kleinen noch den Großen. Und zum Schluss, am Abend, haben dann alle müde Beine und sagen, schön war's hier in Öhringen auf der Lager.